Jo, hier ist Mr. Mike. Bevor es jetzt gleich losgeht hier im Big Baller Channel, haben wir gedacht, heute fangen wir gleich mal mit den Highlights an oder eher Spielszenen, weil viele Highlights waren nicht so am Start. Aber trotzdem, los geht's mit den Highlights. Das war jetzt das vierte Spiel der Ball Brothers LiAngelo und LaMelo in Litauen in der Profiliga und beide waren sogar das allererste Mal Starter. Fand ich ziemlich cool und ja, heute haben sie wirklich wieder gegen ein richtiges Team gespielt, also ausgewachsene Herren in der richtigen Liga. Und ja, LaMelo leider keinen Punkt gemacht, der wurde auch schnell wieder rausgenommen. Der erste Assist in den ersten 5 Minuten war das, glaube ich. Der war ziemlich cool und so. Aber dann hat er doch ziemlich viel Kacke gemacht, gebaut, Turnovers, provoziert, Ball verloren beim Dribbeln und so. Aber trotzdem, ich meine, man muss sich immer wieder geben, hey, der Junge ist 16 Jahre. Und halt auf dieses Level ist es einfach, das sind verschiedene Welten. Ne? Und man sieht es auch so, er will halt immer wieder schnell spielen, vor allem lange Pässe von hinten nach vorne. Das ist einfach sein Spiel so, das will er machen, aber ja, das in der europäischen Liga so umzusetzen, das ist natürlich schwierig. Ne? Ja, weiß auch nicht, vielleicht wird es noch was, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. LiAngelo hat jedenfalls 13 Punkte gehabt, der hat wirklich sehr solide gespielt, finde ich. Ich meine, 13 Punkte jetzt hier in dieser Profiliga, ist krass, ich finde das krass. Kommen natürlich wieder viele Leute daher und sagen, ach Mike, bei der Defense. Okay, das war die Profiliga. Ja, die haben schon Defense gespielt. Ja, das ist schwierig, aber wisst ihr selber. Nee, war schon okay. Auch so, der hat halt einfach, LiAngelo hat einfach so ein Spiel, sein Postgame und so, das ist wirklich einfach solide. Der macht keine Faxen, der versucht keine Show, der macht wirklich sein Spiel. Ja, wenn er auch mal einen Dreier zu viel nimmt, ja, wenn sie fallen, gut, wenn nicht, dann nicht. Wisst ihr selber. Und ja, da darfst du dir halt wirklich keine großen Fehltritte so erlauben, so irgendwelche Späßchen und Sparafankgallen, sagt man in Bayern, so wisst ihr. Ja, sonst nimmt dich der Coach einfach raus und du hast nichts mehr vom restlichen Spiel, wisst ihr. Das ist halt so eine Sache, aber ja, willkommen in der Profiliga. Hat sich echt gut geschlagen, LiAngelo. Ich find's gut,
Guter Auftritt eigentlich. LaMelo habe ich auch nicht abgeschrieben eigentlich. Da kommt auch noch. Ja, ich habe halt im Kopf, der ist 16 Jahre. Alter, das ist eine andere Welt einfach. Das ist wirklich krass. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Finde es auch immer wieder sehr unterhaltsam. Die ganzen Spiele gucke ich mir jetzt nicht immer an. Da bin ich doch nicht so geflasht von. Aber ja, die werden ja immer live übertragen auf Facebook. Fragen auch immer viele. Ball is live, glaube ich, ist das irgendwo. Ab und zu teile ich das auf meiner Facebook-Seite. Ansonsten Instagram-Folgen, Mr. My Production, auch immer sehr beliebt für mich vor allem. Ja, ansonsten, wenn wir Leute fragen, Velour-Anzüge von Michael Jordan, wo ich die immer herbekomme, aus den USA importiert. In Deutschland sind die sehr schwer zu bekommen, aber Velour ist einfach der Shit, finde ich. Das ist einfach wirklich locker, als hätte man nichts an. Ja, in dem Sinne war es das schon wieder. Vielen Dank, Feedback geben, falls ich mich irgendwie versprochen habe oder die Namen vertauscht habe, lässt es mich eh wissen. Unten in den Kommentaren. Vielen Dank, euer Mr. Mike. Brrr.